Hi und herzlich willkommen bei Staupitopia Zuckerfrei. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein super leckeres, veganes und saftiges Low-Carb-Zucchini-Brot, der eine oder andere hat es vielleicht schon in meinem neuen Backbuch Backen ohne Zucker entdeckt, ganz einfach selber machen könnt. Beginnen wir also direkt mit der Zubereitung. Und zwar gebt ihr für das Zucchini-Brot zunächst erst einmal 70 Gramm gemahlene Mandeln, 60 Gramm teilentöltes Goldleinsamenmehl, 50 Gramm Kokosmehl, 15 Gramm Flohsamenschalenpulver, 1 Gramm Xanthan, 8 Gramm Backpulver sowie 3 Gramm Salz in eine Rührschüssel und vermischt die trockenen Zutaten miteinander. Als nächstes gebt ihr dann noch 300 ml warmes Wasser, 2 Esslöffel Apfelessig, 150 Gramm geraspelte und sehr gut vom Saft abgedrückte Zucchini sowie 100 Gramm leicht angeröstete Pinienkerne hinzu und rührt dann alles zu einem Teig. Ihr müsst hier wirklich nicht lange rühren, sondern nur so lange, bis sich alle Zutaten gut miteinander verbunden haben. Im Gegensatz zu Broten mit glutenhaltigen Mehlen kommt ihr hier wirklich nur durch ein kurzes Rühren zum besten Ergebnis. Wichtig ist übrigens auch, dass ihr das Wasser sehr genau abmesst und die Zucchini wirklich gut abdrückt, denn im Gegensatz zu Kuchen, wo es meistens auf ein paar Gramm mehr oder weniger nicht ankommt, ist es beim Backen von Broten umso wichtiger, die Zutaten gut abzuwiegen, damit ihr hinterher ein tolles Ergebnis bekommt. Nachdem ihr euren Brotteig dann jedenfalls fertiggestellt habt, gebt ihr diesen auf eure Arbeitsfläche, feuchtet eure Hände am besten ein wenig an und formt dann aus eurem Brotteig ein Leib. Anschließend schneidet ihr dieses einmal der Länge nach ein wenig ein und legt dieses dann auf ein mit Backpapier belegtes Backgitter. Ja, und jetzt kann es auch schon ans Backen gehen, und zwar im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft für 80 bis 90 Minuten auf der untersten Schiene. Die Ofentür solltet ihr während des Backens keinesfalls zwischendurch mal öffnen, da die gleichmäßige Hitzezufuhr einfach wichtig ist, damit euer Brot während des Backens schön aufgehen kann. Nach dem Backen ist es dann wirklich wichtig, dass ihr euer Brot auf einem Gitter vollständig abkühlen lasst. Bitte nehmt hierfür kein Brett oder einen Teller, da darauf die Feuchtigkeit nach unten einfach nicht so gut entweichen kann. Ja, und dann ist es an der Zeit, dieses super leckere Brot anzuschneiden und zu genießen. Probiert es auf jeden Fall unbedingt einmal aus, denn bestimmt wird euch dieses Brot genauso gut schmecken wie mir. Das Rezept zum Nachlesen und Ausdrucken findet ihr wie gewohnt auf meinem Blog www.staupitopia-zuckerfrei.de. Ein Link dazu schreibe ich euch unten in die Infobox. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut!